Diese Woche gibt es nur ein kleines Video, weil ich nicht in der Lage bin, etwas Größeres zusammenzuschneiden. Darum gibt es heute spannende 50 Fakten über mich, die sicherlich jeden total interessieren. Als denn, wir haben kaum Zeit, starten wir das Ganze. Wenn ich konzentriert bin, dann habe ich immer einen Gegenstand in meiner Hand, mit dem ich rumspielen kann. Ich bin emotional und astronomisch gesehen vom Sternzeichen Fisch. Ich höre alles Mögliche an Musik, von Elektro über Rock bis hin zu Videospiel-Soundtracks. Ich mag Whisky, also nicht zum Party machen, sondern zum Genießen. Ich habe erst einen Veganer getroffen, mit dem ich gut ausgekommen bin. Ich koche sehr gerne. Ich bin in Aschaffenburg geboren, kann die Stadt allerdings seit meinem Umzug nicht mehr leiden. Ich liebe den Geruch von Sommerregen. Mein erstes selbstgekauftes Spiel war Yoshi's Story für den N64. Ich hasse Selbstreflexion. Ich habe mir das Programmieren selbst beigebracht. Als Kind wollte ich weder Feuerwehrmann noch Astronaut werden, ich wollte immer Archäologe werden. Ich muss das Wort Archäologe googeln, um zu sehen, ob ich es richtig geschrieben habe. Ich wurde im Leben schon von sehr, sehr vielen Leuten ziemlich übel enttäuscht. Deshalb dauert es eine ganze Weile, bis ich jemandem wirklich vertraue. Mein Nickname Lex Aquifolium kommt eigentlich von dem Pflanzennamen Ilex Aquifolium, was eine Stechpalme ist. Mein erster Nickname für ein Online-Spiel war New Child of Corn. Als Spitzname hatte ich den Namen Corny. Ich hatte früher Haare, die bis an meine Schulter gereicht haben. Diesen Fehler werde ich nie wieder machen. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich trinke am liebsten Earl Grey Tee. Meine Lieblingstiere sind Polarfuchse, weil knuffig. Ich liebe Zombie-Filme und Studio Ghibli-Filme. Lieblingsfilme aus diesen Kategorien sind 28 Days Later, Das wandelnde Schloss und Prinzessin Mononoke. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich mag an mir meine Augen. Die sind manchmal mehr blau, manchmal mehr grau und ab und zu ein bisschen gelb. Und wenn ich mich aufrege, extrem grün. Ich hasse Apple-Produkte. Ich bin ein wenig perfektionistisch veranlagt. Wenn ich etwas mache, dann probiere ich es immer und immer und immer wieder, bis ich mit dem Resultat zufrieden bin. Seitdem ich einmal einen Deo-Roller ausprobiert habe, benutze ich kein Sprühdeo mehr. Yay! Ich wollte eigentlich ursprünglich in Hamburg studieren, habe mich dann aber für Mainz entschieden. Ich habe eine heftige Pollenallergie. Egal wie viel ich esse, ich nehme einfach nicht zu. Ich habe zwischen meinem 13. und 18. Lebensjahr nur schwarze Kleidung getragen. Heute trage ich gerne Hemden und auch ab und zu Krawatten. Bis zur Oberstufe habe ich Mathe gehasst. Heute hasse ich mathematische Beweisführung. Ich würde mir am liebsten jede Menge Schwerter aus Videospielen kaufen und sie mir an die Wand hängen. Ich liebe Sarkasmus und Ironie. Zum Schlafen brauche ich mindestens 2 Kissen. Mehr sind natürlich besser. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn mich jemand bei meinem vollen Namen nennt. Das geht gar nicht. Ich war noch nie auf einer Beerdigung und habe noch keinen Menschen verloren, der mir wichtig war. Viele würden mich als Pessimisten einstufen, ich nenne es Realist. Ich hasse es, in Großstädten und auf Autobahnen Auto zu fahren. Ich mache anderen Menschen sehr gern eine Freude. Das Dümmste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe, war eine Person, die sich selbst als Flexitarier bezeichnet hat. Entweder ist man ein Vegetarier oder nicht. Passend zum Thema, ich liebe Fleisch. Wenn mich Vegetarier oder Veganer darauf aufmerksam machen, wie schlimm es doch ist, Fleisch zu essen, esse ich extra mehr. Ich hasse es, Socken zu sortieren. Darum habe ich oft 2 verschiedene Socken an. Ich kann Unpünktlichkeit nicht leiden. Ich habe so viele Spiele auf Steam, die ich noch nie gespielt habe, das kann man echt nicht so ganz fassen. Ich mag LAN-Partys, also solche, wo man sein Gegenüber mit einer Cola-Flasche abwerfen kann, weil er cheatet. Es gibt nur 3 oder 4 Kanäle auf YouTube, die ich aktiv verfolge. Mir fallen keine Fakten mehr ein. Was? Ich bin fertig? Wuhu! Ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Falls Ihnen das Video zusprach, so vergeben Sie doch bitte ein Pollex nach oben. Falls nicht, seien Sie doch bitte so ehrenhaft und vergeben Sie trotzdem ein Pollex nach oben. Wenn Sie schon einmal auf der Endcut verweilen, möchte ich Sie auf die letzte Folge der Wissensshow aufmerksam machen. Dort ging es darum, wie man am besten auf YouTube berühmt werden kann. Nun denn, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt auf meinem Kanal.